Pero ja, wir kommen jetzt bei den Zeugen, die ihr an einem Anime dreht. Ich habe hier schon was vorbereitet. Ihr geht einfach in euer Paint. Also rechte Maustaste und dann auch Paint. Ich öffne das mal. Ja, hübsches Bild, ne? Eine Killerkatze. So. Und daraus machen wir jetzt mal einen Anime. Ich kopiere das jetzt. So, jetzt setze ich die Katze etwas nach vorne. Die Augen ein bisschen versetzen. Ihren Schwanz etwas runter. Also das macht ihr nur beim einen Bild, nicht bei beiden. Und guckt jetzt das letzte wieder. Jetzt könnt ihr euch natürlich denken, auf was das hinausläuft. Ups. So, wieder ein bisschen nach vorne. Wieder ein bisschen verändern. Wer das jetzt noch schöner will, kann natürlich hier an den Augen das noch ausmalen. Ja, dadurch, dass der Hintergrund nicht transparent ist, ist das jetzt nicht so einfach. Dafür müsste das Bild eine PNG-Datei sein und keine JPEG. Und wieder kopieren und einfügen. Jetzt mache ich voll was Süßes. Mein Kätzchen, du hast Hunger. Ich gebe dir etwas Schönes. Mein Arm. So, das wird jetzt wohl reichen. Jetzt habe ich hier 5 Bilder. Jetzt öffnen wir den Movie Maker. Ups, hier habe ich noch mein altes Projekt. Ja, jetzt kann man sich das hier schön richtig sortieren. Ist das nicht süß? Jetzt legen wir noch die Zeit fest. Also das ist eindeutig zu langsam. Also das muss ich noch langsamer machen. Jetzt ist das schon besser, aber immer noch zu langsam. Das kriegen wir aber alles flüssig hin. So, jetzt fragt ihr euch bestimmt, wie. Dafür speichern wir dieses Projekt. Ich suche jetzt gerade, ob man die Animationsgeschwindigkeit nochmal ändern kann. Also den Speed. Aber ich glaube, dazu muss es erstmal eine Videodatei sein. Hier kann man jetzt nochmal Retro-Stil angeben.
aber ich glaube, den Speed kann man jetzt hier echt nicht angeben. Da muss es wirklich eine Videodatei sein. Darum speichere ich das jetzt mal ab. Sollte jetzt ratzfatz gehen. Man kann das natürlich noch schön mit Musik hintermalen oder reinsprechen. So eine kleine Geschichte entwerfen. Und umso mehr Bilder, umso schöner sieht es dann aus. So, hier geht das. Ja, dann einfach abspeichern und ich bedanke mich. Tschüss.